Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Video. Ich habe hier eine Fritzbox WLAN 7390, also eine 7390er. Das ist meine alte Fritzbox, die hat jetzt neuerdings Macken gemacht, also Verbindungsabbrüche und so weiter, obwohl auf der Leitung von der Fritzbox zum Verteilerzentrum alles okay war. Also habe ich eine neue Fritzbox kostenlos zugeschickt gekriegt, muss die zum Glück nicht zurückschicken und dachte mir, jetzt gucken wir mal rein, vielleicht können wir sie reparieren. Es sind ja in der Regel immer so die gleichen Kandidaten, die kaputt gehen bei elektronischen Geräten, also vorwiegend Kondensatoren oder irgendwelche ICs. Wenn es ICs sind, dann haben wir ein Problem. Vielleicht finden wir ja gerade zufällig ein paar Kondensatoren, die entsprechend da aufgebeult sind oder sowas, dann können wir die tauschen. Das wäre natürlich ganz praktisch. Die Fritzbox ist schon ein paar Jahre alt, von dem her bin ich auch total happy, dass ich eine neue geschickt gekriegt habe. Ich dachte eigentlich eher, ich muss mal eine kaufen, aber naja, sind wir mal glücklich drum. Wir haben hier oben vier Schrauben, zwei sind direkt zugänglich und zwei sind hier unter den Gumminupsis versteckt, die gehen aber sehr leicht ab und dann kann man die entsprechend aufschrauben und dann schauen wir mal rein, was drin ist. So, dann betrachten wir mal unsere Fritzbox. Wir kommen hier oben mit DSL an bei der Box. DSL-Geschichte AB-Ader, also man hat eigentlich nur zwei Leitungen, die hier ankommen. Geht dann, so wie es hier aussieht, entsprechend über diese Leiterbahnen, gibt es eine ganz dünne Stelle da, das könnte eventuell eine Sicherung sein, also so eine Schmelzsicherung, wenn der Blitz einschlägt. Geht dann hier über diese ganze Bauteilgeschichte drüber. Und hat hier entsprechende Koppler. Das wäre auch so die Geschichte, die hier und hier unten diese großen Kondensatoren, große dicke Kondensatoren, sagen schon, viel Spannung können die ab. Das wäre so die Thematik hier in dem Bereich, würde ich mal suchen, wenn ich einen Blitzschaden bei der Fritzbox hätte, ob hier etwas kaputt ist. Vielleicht auch der Magnetics, ich weiß nicht, ob der hier mit in die DSL-Geschichte rein spielt. Da kenne ich mich jetzt zu wenig aus mit der Thematik. Habe ja nur Nachrichtentechnik gemacht. Das Ganze geht dann auf diesen Chip hier, das ist ein Icanos-Chip, der macht die ganze DSL-Geschichte, VDSL-Geschichte und so weiter, in Kombination mit dem Icanos-Chip hier. Also das hier oben, das wäre der FXS60IF1 Icanos-Chip und das hier unten wäre der IKF6850, da wäre auch so quasi die Intelligenz drin, der verwaltet die ganze Fritzbox. Wir kommen also hier oben rein. Kriegen hier VDSL und kriegen hier unsere Fritzbox Frontend-Geschichte. Vielleicht macht der Chip auch noch, ich weiß es jetzt gar nicht ganz genau, auch noch die Telefongeschichte hier raus, weil wir können ja hier auch ISDN und Telefon anschließen. Eventuell macht er auch bevorzugtes. Aber so die grundsätzliche Richtung wäre diese hier. Was eventuell noch dazwischen hängt, ich weiß gar nicht, was der hier genau macht, ich kann es nicht beurteilen. Wäre der Xilinx Spartan XC3S250E, das wäre ein FPGA, also Xilinx, klassische Firma für FPGAs, ein Spartan-Prozessor, der ist auch relativ teuer, also diese FPGAs kosten relativ viel Geld, in dem Fall ungefähr so 16 Euro netto, also mal als Größenordnung. Der besitzt 5500 Logikzellen und 250.000 Gates, also schon ein bisschen was drin so grob. Wenn wir hier jetzt unseren Chip betrachten, da läuft ja auch irgendwie ein Betriebssystem drauf. Dann sind wir ja wieder bei der Thematik, was braucht man fürs Betriebssystem oder was braucht man generell für so einen großen Prozessor. Wir haben hier gegenüber, daneben, wahrscheinlich, ich gehe mal schon davon aus, dass der mit hier dran hängt, haben wir, man sieht es, breiter Chip, seitlich die Pins. Kennen wir ganz klarerweise, wir kennen ja auch die Firma schon mittlerweile, wenn wir es uns angucken, MXIC. In diesem Fall Macronix MX29GL128. Ja, brauche ich gar nicht weiterreden. 128, Flash-Speicher mit 128 Mbit, der wahrscheinlich da dran hängt. Da, ja, weil sonst hier keine auffälligen Bauteile sehen, drehen wir das Ganze mal um und auf der Unterseite hier der Prozessor mit richtig viel Kondensatoren unten drunter. Wenn wir direkt in die Nähe des Prozessors gucken, haben wir was? Ich meine, ich brauche es mir auch wieder hier nicht dazu sagen. Man sieht es an der Bauform gleich. Man sieht es an der Nähe zum Prozessor sofort. Wir haben hier einen Zentel A4S12 D40FTP. Das 12 in diesem Fall steht für 512 Mbit. Und das ist DDR-SDRAM. Zwei Stück davon, also wir haben 1000 Mbit. Also 1 Gigabit an RAM an dem Prozessor dran und gegenüber von dem Macronix hier haben wir nochmal einen zweiten Macronix Flash, einen 29F4G08,
Aber da, der hat 4 Gigabit Flash entsprechend. Noch manchmal so ein bisschen eine größere. Vielleicht ist da hier der Bootloader oder so drauf oder das Fallback-System und hier das Hauptbetriebssystem. Gut, wir sind jetzt mit unserem Internet reingekommen. Das Internet ist hier verteilt, der macht hier vielleicht was, der hat hier sein Betriebssystem drauf. Wie gehen wir weiter? Wir gehen weiter, dass wir unseren PC am Netzwerk hier vorne anschließen. Also von dem Chip zu diesem Kühlkörper. Ein wundervoller, großer Atheros-Chip und zwar der Atheros AR8316. Was ist das? Das ist nichts anderes wie ein Netzwerk-Switch, also so wie man das halt auch kennt. Ich meine, man kann hier vorne ja beliebig was einstecken und der verteilt das ja entsprechend. Das ist einfach nur ein Netzwerk-Switch. In dem Fall ein 6-Port-Netzwerk-Switch. Also wir haben hier vorne 1, 2, 3, 4. Wir haben 5. Wir müssen ja auch unseren Chip irgendwo anschließen. 5. Und ein Port wird wahrscheinlich, denke ich mal, einfach frei sein. Zwischen Netzwerkbuchsen und Netzwerkchip natürlich entsprechend die Magnetics dazwischen, die Wandler, die Koppler, die entsprechend die galvanische Trennung von unserem Netzwerk zu dem Chip reinmachen. Okay, wir haben jetzt unseren PC hier angesteckt. Jetzt kommen wir mal mit unserem Handy an. Wir haben unser Handy und wollen WLAN haben. Das heißt, wir gehen jetzt von dieser Thematik hier hoch, beziehungsweise hier hoch. Wir haben hier zwei Platinen dran gelötet. Die sehen jetzt sehr interessant aus. Das wären unsere WLAN-Antennen. Die sind entsprechend oben in diesen Ohrwascheln drin, die die Fritzbox hat. Das sind unsere WLAN-Antennen. Ich meine, das ist jetzt nichts Großartiges. Einfach eine ganz normale Dipol-Antenne mit so ein bisschen, ich schätze mal hier 2,4 GHz und hier 5 GHz. Einfach für die Anpassung gehe ich mal ganz stark davon aus. Wir haben hier einmal einen Chip und zwar den Atheros. Atheros, die Firma kennt man, wenn man Linux hat. Also die sind aber auf Mainboards und so bei Laptops verbaut gewesen, speziell früher. Kann ich mich da noch gut erinnern, dass da immer Treiberprobleme gab. Einen Atheros und zwar AR9223. Das wären 2x2 MIMO 2,4 GHz WLAN-Chip. Und der Chip hier drüben wäre ein 2x2 MIMO 2,4 und 5 GHz Chip. Ich gehe mal davon aus, dass er hier die 2,4 GHz Thematik verwendet, hier die 5 GHz Thematik und entsprechend die Chips ein- und ausschaltet, wenn man es in der Fritzbox ja über die Menükonfiguration ein- und ausschaltet, die ganze Thematik. Gut, dann haben wir unser Handy auch dran über diese WLAN-Antenne. Und jetzt wollen wir noch telefonieren. Genau, wir haben ja auch noch ein Decktelefon, das wir an der Fritzbox anlernen wollen. Entsprechend gehen wir hier hoch zu diesem Chip von Dialog. Und zwar ein Dialog SC14488. Der macht quasi die Thematik Deckt-Verschlüsselung, HD-Telefonieren, was die Fritzbox halt alles kann. Hat hier nochmal ein wunderschönes Frontend dahinter mit einem Abschirmgehäuse drüber. Auch hier nochmal Längenanpassungen, entsprechende Impedanzanpassungen für die Antennen. Einmal diese Antenne hier. Ein kleiner Drahtbügel und einmal ein kleiner Drahtbügel hier als Antenne. Klassische F-Antennen, würde ich jetzt mal sagen, die man hier auf die Platine aufgebracht hat. So, was ist nun an der Fritzbox hier kaputt? Grundsätzlich fast nichts, behaupte ich mal. Es gibt grundsätzlich mit der 7390er die Probleme, dass man ab DSL 50.000er, also ab 50 Mbit, Probleme kriegen kann. Deswegen habe ich jetzt die 7490er gekriegt. Wenn ein Blitz einschlagen sollte, würde ich hier vorne gucken, wie gesagt. Ich habe jetzt hier schon mal einen Kondensator rausgelötet und habe den nachgemessen. Der war definitiv auch schon mal besser. Die Elkos sind nämlich auch immer so ein Schwachpunkt bei so Schaltungen. Man muss sich die so genau angucken, ob die vielleicht ein bisschen aufgebläht sind oder sowas, damit man entsprechend gucken könnte, ob so ein Elko kaputt geht. Ich habe jetzt ein paar Elkos mal in der Schaltung gemessen, was nicht ideal ist, aber man kriegt schon mal einen groben Anhaltspunkt dafür. Der Elko lief in der Schaltung extrem davon. Ich habe den dann einfach ausgelötet und auch mal außerhalb der Schaltung jetzt gemessen. Auch da hat er ja also schon deutliche Abweichungen. Ich glaube, er hat 100 Mikrofarad, der Elko hier entsprechend. Und ich habe ihn irgendwie so mit 30 Mikrofarad oder so gemessen. Also das wäre so eine Geschichte, den müssten wir auf jeden Fall tauschen. Wenn die so aussehen, dann sind sie normalerweise noch in Ordnung. Wenn sie einen Defekt haben, die Elkos, dann baucht es die meistens so ein bisschen auf hier oben. Das war's jetzt sozusagen mit dieser Fritzbox. Wenn euch das Aufschraubvideo einigermaßen gefallen hat, dann könnt ihr ja hier mal reingucken. Hier gibt es noch ein anderes Aufschraubvideo. Hier könnt ihr mich abonnieren, wenn ihr gerne meinen Kanal folgen wollt und keine Videos verpassen wollt. Ansonsten bedanke ich mich fürs Reinschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao!